Aber die da löse ich gleich wieder auf. Weil Söldner sind und bleiben sehr, sehr teuer. Deswegen. Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm. Gut, das wirft mich natürlich ein bisschen hinter. Aber verloren haben wir deswegen auf keinen Fall. So. Ich hätte mit meinem Spion noch plündern können. Oder also nicht plündern, sondern stehlen können. Klientel erklärt Unabhängigkeit. Das ist der erste Schritt für die Athener, um gegen die Makedonier Krieg zu führen. Und das hoffe ich, macht er nicht. Weil dann. Warte, wir haben jetzt sehr viele spartanische Obliken, das ist schon mal gut. Dann nochmal zwei, nochmal. 3. Blöd ist jetzt auch, dass der Held hier auch gestorben ist. Wie kann ich euch die schneller als Hermes? Okay. Ich hoffe, der wird nicht nächste Runde Larissa angreifen. Ja, der bekommt aber auch keinen. Ich hoffe, der wird jetzt nicht Larissa angreifen. Okay, tut er nicht. Das wären, ja. Gut, Forschung abgeschlossen. So, die Giganten. Die benenne ich jetzt auf jeden Fall um. Ihr kennt mich, 500. Erste, und zwar ausgeschrieben. Ha. So. Ich würde jetzt sogar das wieder einnehmen. Oder erst nächste Runde. Also wir haben jetzt 2, 4, 6 Fernkämpfer, das reicht. Wir haben 2 Pikinierer, das wird wahrscheinlich nicht so reichen. Kann ich noch eine Runde warten? Warte, ich gehe mal kurz mit den Spionen hier hin. Okay, ich kann mir noch eine Runde erlauben. Dann hole ich mir noch 2-mal Pikiniere. Fernkämpfer habe ich. Gut. Hier habe ich ja öffentliche Ordnung. Ist in Ordnung. So. Dann zweite Armee ist on point. Ah. Okay, Epirus versucht jetzt, glaube ich, nach Sparta zu kommen. Aber das soll er ruhig versuchen. Bedürfnis nach Kavallerie. Die habe ich schon, aber leider nein. Leider nein. Okay, das ist wirklich ein Admiral. Also der dürfte eigentlich keine Schwierigkeiten machen. So. Beeil dich lieber, sonst passiert den Athenern noch Missgeschicke. Ja. Okay. Gut, auf jeden Fall hat die Armee schon eine Tradition bekommen. Das ist sehr gut, sehr gut. Der hat sich schon bereit gemacht. Ja. Ich kenne doch den Schlawiner. So, ich gehe mal hier jetzt. Also, Makedonien ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall der größere Feind. Also, es tut dir leid, aber keine Sorge. Aber die größere Bedrohung. Der hat hier jetzt einen geweihten Boden hingemacht. Umbauen kostet eigentlich ziemlich viel.
Aber ich mach's mal weg. Ich wollte ja, also habe ich ja erzählt, ich wollte ja hier das so aufbauen, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Sklaven rumlaufen. Das Problem ist jetzt Athen. Also die Taktik hätte ich gemacht, wenn Makedonien nicht so schnell mit mir in Zoff gekommen wäre. Ein Clinch. 17. Gut. Nächste Runde bekomme ich nur 300. Das ist ein bisschen arg wenig. Nein, Athen. Was machst du? Ah. Öffentliche Ordnung wird jetzt gepusht. Hier mache ich mal Militärgebäude draus. Was machst du da? Das heißt, ich muss jetzt also so schnell wie möglich versuchen, hier hinzukommen mit der Armee. Okay. Er kann innerhalb von einer Runde Larissa angreifen mit der Fullstack-Armee. Das ist halt blöd. Ich muss noch eine Runde warten. Ah, das ist Makedonien, das ist blöd. Okay, er befestigt sich, das ist gut. Mission fehlgeschlagen, rekrutiert folgenden Agenten Streiter, ja. Ah, habe ich doch gemacht, aber der ist gestorben. Nein, 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 nein. Das ist mein Armee. Gut, du gehst hier rein. Ja, die paar, die lasse ich jetzt auch bleiben. Nochmal stehlen. Ist der eigentlich auch im Krieg mit Epirus? Nee. Oh. Was? Die sind defensive Verbündete zusammen? Oh Gott. Okay. Seid ihr bereit zu dienen? Da muss ich das machen. Ja, das wird interessant. Ja, jetzt greift er an. Aber zum Glück nicht mit seiner kompletten Armee. Aber trotzdem mit drei Pikiniers-Einheiten. Die drei Pikiniers-Einheiten sind kompliziert. Oh. Wow. Ich habe mir gedacht, so also mit der Garnison kann ich es schaffen, aber so, nee. Nee, keine Chance. Ah, ich dachte, dass ich. Oh, natürlich habe ich da noch keine vollständige Garnison. Ach, Idiot. Ja, gut. So. Habe ich erstmal sehr viel Geld rausgeschmissen. Das ist schon mal super. Aber das ist gut, dass die jetzt zusammen da sind. Dann kann ich die beiden Armeen auf einmal schlagen. Oder das nächste Mal. Warte, ich gehe mal hier hin. Und fange hier mal an zu plündern. Gut.
Dann werde ich noch mal. Das ist ganz gut. Angriffsreichweite für Belagerungswaffen und Laffen. Nee, Belagerungswaffen mache ich ja nicht. Kann ich noch Söldner holen? Könnte ich. Will ich? Eigentlich nicht. Nee, das reicht schon. Moral. Ich mach mal hier bisschen Wirtschaft. Seine Fullstack-Armee bunkert sich jetzt an. Wir hungern nach einer Schlacht. Jetzt ist die Frage. Weil das ist eine Fullstack-Armee, ne? Der hat. Alter. Der hat 7-mal Pikniere. Steht euch zur Verfügung. Ich werde mich darum kümmern. Ich bin verwundet. Ja, das. Die Frage ist, kann ich den überleben? Das ist halt jetzt. Also, wenn ich in Larissa reingehe. Und er zu mir kommt. Kann ich den. Kann ich ihn schlagen? Weil die. Weil, wenn ja, dann habe ich seine Fullstack-Armee erstmal. Also, dann ist von ihm erstmal. Nichts mehr zu befürchten. Also. Okay, er kommt sogar. Okay, er sagt 72%. Wir spielen das. Wir spielen das. Und zwar. Ah, er kommt raus. Deswegen habe ich so eine hohe Siegchance. Regen, ich warte. Ich will, dass es trocken ist. Danke. Puh, das war ein Haar. Das ist gut. Ich werde mich. Auf welchen Hügel? Ja, hier wird es wahrscheinlich zu sehr backen. Ich gehe auf den Hügel. Ich will es trocken haben, weil meine Bogenschützen können Brandpfeile und so weiter machen. Also die kritischen Bogenschützen sind wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von wo? Von hinten, okay, das ist gut. Die Frage ist, ob er angreift oder ob ich angreifen muss. Aber an sich muss ich, glaube ich, angreifen. Weil ich der Aggressor bin. Also ich greife an. Deswegen muss ich wahrscheinlich zu ihm gehen. Also ich renne hier jetzt rauf. Weil ich ja nicht will, dass er zuerst hier raufkommt. Falls er hier rauf gewollt hätte. Okay. Ändere das mal kurz ein bisschen. Was machen der da? Der geht echt in. Okay, der hat sich festgebackt. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Dann muss ich ja runtergehen. Na gut. Dann muss ich das wohl machen.
Ein Problem ist auch, dass er einige Fernkämpfer hat. Das war nicht das, was ich sagen wollte, sondern er hat Kavallerie. Das wird interessant. So, deswegen lasse ich die mal hier. Für die Flankensicherung. General natürlich auch für die Fernkämpfer. Okay, jetzt kommt er. Natürlich, wenn ich vom Berg weg bin. Aber ich hätte ja eh reingemusst. Wenn hier sowas ist wie ein Wald, benutzt es immer. Quasi für die Flanke. Weil dann ist der Charge von der Kavallerie zum Beispiel nicht so stark, weil die haben dann nur eine Geschwindigkeit von 70%. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So, die müssen sich jetzt beeilen. Und jetzt volle Kanne. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Bakana, zu Befehl, zu Befehl. Sporto! Zerstückelt sie! Ich erwarte eure Befehle. Mit Geschossen bewaffnete Krieger. Unser General wird angegriffen. Wir hungern nach Blut und Gas. Ich erwarte eure Befehle. Spartaner! So. Das ist so lecker für Kavallerie. Tödliche Geschosse bereit. Und das da von mir gerade auch. Wir verlieren unseren Vorteil. Tatsächlich. Baller ich mal die Fernkämpfer ab. Du bist hier unnötig gerade? Ich erwarte eure Befehle. So, machen wir mal brennender Schuss. Ja! Ausrichten! Bogenschützen! Doppelte Geschwindigkeit! General! Wir wollen Blut! Bereit! Wie die hier jetzt wegrennen. So, das passt. Mit Geschossen bewaffnete Krieger. Schießt. Schneidet sie in Stücke. Tötet sie, tötet sie, tötet sie. Bogenschützen. Warte, ich mach mal Signalschuss. Wobei. Gladimo, kampfbereit und
So. Okay. Das war's. Warte, der geht mal zurück und hilft denen. Oh, das. Ja, okay, das. Gegen Feuert auf den Feind. Komm schon. Fernkampf. Battle. Das war bitter für die. Sehr schön. Sehr hässlich. Warte. Schnell schießt. Wenn der wankt, ist nicht so schlimm, weil da habe ich noch fast volle Zahl. Sehr schön. Gut. Das war's jetzt. Oh, was für ein Stress. So, warte, ich fahr mal ein bisschen fort. Und dann können die ein bisschen mehr farmen. Dafür ist zum Beispiel auch die versteckten Einheiten wurden entdeckt. Die Kavallerie extrem wichtig. Für so am Schluss aufräumen. Aber an sich könnte ich ja das ja dann auch machen. Naja, egal. Also später dann. Oh, Sarah, du bist süß. Gut. 800 verloren. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Das ist halt das Problem, wenn man gegen ein Gegner spielt, der sehr viel Kavallerie hat. Hier mache ich wieder das da. Der hat was bekommen und du bekommst das da. Und du wirst ausgebildet. Was ein Stress, muss ich dazu noch was sagen. Es ist deine Schuld. Nein, Spaß. Nee, alles gut. Ja, war sehr anstrengend, aber ich liebe die kretischen Bogenschützen, aber die sind auch sehr gut. Also ich glaube, man darf auch nur 2 pro Armee haben. Weil ihr habt ja gesehen, also die können nicht nur Brandschutz, sondern die können halt auch Brandschuss, sondern die können auch Signalschuss und schwerer Schuss. Also die sind schon sehr, sehr gut. Ich muss nur schauen, was ich dann als Schutz für die stelle. Vielleicht die Torius-Sperre. Die sind auch gar nicht so schlecht. Die können auch, die haben, glaube ich, auch Fernkampf. Muss ich mal kurz nachlunsen. Nee, haben sie nicht. Doch, blänkelnde Hopliten. Genau.